Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sengoku Dynasty. So, wir haben in den letzten Folgen einige Lager gebaut. Das Wasserlager, wurde auch gesagt, wir brauchen tatsächlich Wasser. Getränkelager. Wo kommen denn die gekommen? Natürlich ins Nahrungsmittellager. Also für Getränke haben wir gerade nichts. Okay, da muss ich mal gucken, wie ich hier Getränke herstellen. Stroh kann ich gerade nicht machen, Fackeln auch nicht, weil ich kein Stroh habe. Sammeln wir gerade noch mal ein bisschen Gras. So. So, Fackeln habe ich nämlich. Doch, habe ich zwei. Okay, da brauche ich noch gerade gar keine machen. Was haben wir denn an Quests? Hauptquest. Sprich mit Kengyo. Müssen wir machen. Der Unreine, sprich mit Matsumaru. Sprich mit Hiyome, einer Miko, und finde einen Weg, ihr zu helfen. Erreiche Dynastielegende 5, indem du 5 Dorfbewohnern hilfst. Nebenquests haben wir gerade gar keine. Okay. Wie lange? Ich glaube, die sind zeitlich ziemlich unbegrenzt. Dynastie, wir haben 2 Mahlzeiten, 453 haben wir, 30 gehen da wohl, glaube ich, ab, wenn ich das richtig sehe. Dynastie Lagergebäude, da haben wir, 2 fehlen noch, okay. 2 Erwachsene, einer arbeitslos, das sind wir. Bevölkerung, das bin ich und das ist Ako. Der ist Koch oder sie ist Koch. Und sie nutzt den Herd im kleinen Haus. Okay. Ako ist in welchem... Sie ist recht gut gelaunt inzwischen. Das ist schon mal gut. Da hatten wir ja anfangs das Problem. Ich sehe jetzt nur gerade noch nicht, wo wir genau den Wasserverbrauch sehen. Hatten wir das hier schon? Dynastie. Mahlzeiten. Ich weiß, dass wir Wasserverbrauch haben. Also es wurde mir gesagt, dass wir Wasserverbrauch haben. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal zu der Miku. Und gucken mal. Die war doch hier, glaube ich, genau. Shinto-Priesterin. Es gab übrigens ein Update, fällt mir gerade ein. Heute. Was wohl einige Fehler behebt. So. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bin die Schreindienerin hier. Ich diene Inari, der Göttin des Wohlstandes und der reichen Ernte. Ich war auf einem Schiff, das in der Nähe gesunken ist. Ein paar von uns haben überlebt. Ich weiß, ich habe von dir und den anderen Überlebenden gehört. Ich hoffe, ihr werdet hier finden, nach dem ihr sucht. Wir hatten auf ein neues Leben im Königreich der Bauern gehofft. Das ist wahr. Wir machen schwere Zeiten durch, umso mehr Grund, zu Inari zu beten. Ach so, aber es scheint, als wären die Dinge schwieriger als erwartet. Ich war gerade irritiert. Ich bin so müde. Du siehst müde aus und etwas schmutzig, wenn ich ehrlich bin. Darf ich dir einen Besuch der heißen Quelle vorschlagen? Immer.
Geh durch Kinguis Lager und folge der Straße weg vom Fluss. Kane macht dich wieder gesund. Moment. Ich habe gehört, du könntest Hilfe gebrauchen. Der Schrein ist leer. Niemand besucht ihn mehr. Die Hungersnot hat alle glauben gemacht, die Göttin Inari hätte sie verlassen. Inari schickt uns Füchse, um unsere Ernte zu beschützen. Doch was können Füchse tun, wenn Menschen die Felder niederbrennen? Ich könnte der Göttin ein Opfer darbringen. Vielleicht folgen andere meinem Beispiel. Finde ein Ei und koche es an einem Lagerfeuer. Die Zeiten sind hart, also wird es für das Erste genügen. Wo kann ich eins finden? Ich glaube, ich habe Krähennester auf den Felsen gesehen, die man vom Weg aus der Stadt heraus sehen kann. So. Da brauchen wir Spitzhacken. Ich weiß, ich kann auch per Spitzhacke einfach Steine kloppen, aber für mich gefühlt geht Sammeln sehr viel schneller. Also wenn ich die jetzt hier groß... hole. So, das mit dem Nest kenne ich ja noch. Krähen. Sie hat mir jetzt gar nicht gesagt, dass ich da Eier drin lassen soll. Moment, das will ich jetzt aber gerade nochmal wissen. Weil sonst hat sie uns ja immer gesagt, war die Opfergabe für... Was war noch gleich für die Opfergabe nötig? Ach so. Ein gekochtes Ei. Du wirst außerdem ein Lagerfeuer aufbauen müssen, um das Ei auf dem heißen Stein kochen zu können. Ja, also in... wo wir das im Spieletest gespielt haben, hat sie uns noch gesagt, man sollte immer Eier im Nest lassen, damit man eben nicht dafür sorgt, dass die Krähen quasi aussterben, weil man denen die ganzen Eier raubt, sondern dass sie immer noch die Chance haben, sich zu vermehren. Das macht sie jetzt nicht. Schade. Ich fand das eigentlich sehr schön. Weil das ist auch neben dessen, dass man eben die Eier braucht, um zu überleben, auch noch quasi trotzdem daran denkt, ja, auch, dass auch die andere Kreatur, der man jetzt die Eier quasi raubt, dass auch die oder die Gattung dann halt entsprechend überleben möchte. Und von dem her fand ich das eigentlich eine sehr schöne Sache. Bisschen schade, dass das jetzt nicht drin ist. So, wo war mein Haus? Da. Nee. Da. Lagerfeuer haben wir. Das ist Arkos Haus und das hier ist mein Haus. Lagerfeuer haben wir. Stein haben wir auch. Gekochtes Ei. Wir stellen mal eins her. Verwende das gekochte Ei, um Inari ein Opfer darzubringen. Achso, ich könnte vielleicht auch mal die Quest wechseln, ne? Das stille Tribut. So. Weil dann kriegen wir auch ein... Wobei... Wie spät haben wir es jetzt? Am Abend. Ich überlege gerade, gehen wir jetzt, gehen glaube ich besser morgen hin und machen jetzt hier noch ein bisschen, räumen wir noch ein bisschen auf. Dass wir hier dann auch die Chance haben, so Steinaxt wurde zerstört. Man sieht nicht mehr viel, ne? So, jetzt sehen wir wieder was.
dass wir hier so langsam, aber sicher doch so, zwei Dinge können wir gerade noch bauen. Ich brauche eine Steinaxt und ich brauche eine Fackel. Das sollt ihr immer als Ersatz dabei haben. So, schlafen 8 Stunden. So würde ich es natürlich voraussetzen, ich würde hier sehen, wie spät es denn ist. Aber ich habe hier keine Uhrzeit, oder? Habe ich irgendwo eine Uhrzeit? Rohstoffe 300, Gras 33 von 100. Ach so, 100 passen in den Slot. Das ist schon mal gut. Ich habe keine Uhrzeit, ne? Außer ich bin blind und sehe sie einfach nicht. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich keine. Dann ein bisschen schade. Das würde mir helfen, dass wenn es jetzt 18 Uhr ist oder 19 Uhr, dann wache ich irgendwann halt früh am Morgen auf. So. Dynastieverwaltung. Mahlzeiten. Effizienz 100%. Gebäude 2. Wir sind doch jetzt am Tag. Hä? Wir hatten eben Tag 4 von 5. Wieso haben wir jetzt Tag 1 von 5? Die Logik verstehe ich nicht. Aber gut. Was sagt mein Inventar? Die Eier. Alt für 13. Heißt? Ist das noch gut oder nicht gut? Ich weiß, dass Lebensmittel jetzt verderben können, aber ich weiß gerade nicht, woran ich das sehe. Frisch für 12. Alt für 13. Frisch für 56. Was heißt das? Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Also entweder ich stehe völlig auf dem Schlauch. Oder es ist irgendwas anderes. Aber wir können auf jeden Fall mal gucken, dass wir jetzt unser Ei hier loswerden. Unser gekochtes. Hi Martha. Ich muss gehen, wir sprechen uns später. Gut. Wir sprechen uns später. Dann laufen wir mal auf unserem Schleppchen da die 200 Meter. Baustelle für kleine Brücke entdeckt. Da hinten. Stimmt, die kenne ich ja auch noch. Bei Abschluss wird die Brücke wiederhergestellt und eine Dynastie-Legendenstufe steigt. Errichte ein Spezialprojekt-Werkstatt. Einfache Bauwerke-Schema wird mit Fortschritt der Hauptquest freigeschaltet in der Nähe, um mit dem Bau zu beginnen. Kann ich das schon? Einfache Bauwerke, Spezialprojekt, Werkstatt. Wird im Verlauf der Hauptquest freigeschaltet, okay. Also jetzt noch nicht. Dann laufen wir mal. Muss aber eigentlich
da lang. Da will er aber nicht. Dann halt so. Da eine interessante Position. Um das mal so auszudrücken. Fleisch brauchen wir noch, ne? Dass man das Akku kochen kann. Ha, spaßig. Ich laufe extra hier runter, um dann festzustellen, dass ich eigentlich hoch müsste. Mit dem Klettern hat er noch ein bisschen Schwierigkeiten. So, was haben wir denn hier? Da hat jemand seinen Wagen verloren. Inari-Schrein entdeckt. Muss jetzt nur hinkommen. Hilfe! So, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch. Inari-Schrein. Öffnen wir. Inari. So, Schrein ist geöffnet. Interagieren. Achso, ich muss das Ei, glaube ich, in die Hand nehmen, oder? Irgendwie kann das sein. 5. Okay. Jetzt hat er's gegessen. Fressack. Moment. Wir müssen gerade mal ein Lagerfeuer machen und ein neues Ei kochen. Einfache Bauwerke. So. Kochen. Ei. Ei, ei, ei. Nächster Versuch. Nicht wieder essen. Ah, ich musste einfach nur näher ran. Okay, dann sprechen wir mit Hyuma. Reden wir mal mit ihr. Ist nichts, was ich mitnehmen könnte. Ah. So, machen wir das, wie wir das im Spieletest gelernt haben. Wir lassen Eier drin. Und nehmen nur mit, die wir halt auch wirklich brauchen. Damit sich die Art auch weiterhin vermehren kann. Das ist echt schade, dass das rausgenommen wurde, der. Weil das zeugt einfach auch Respekt vor dem. Also das zeugt von Respekt vor dem Tierreich. Dass man zwar Dinge nimmt, um sein eigenes Überleben zu sichern, aber halt auch dem Tierreich die Chance lässt,
dass auch die Tiere oder die Spezies weiterleben kann. Aber gut. Vielleicht kommt es ja nochmal wieder rein, wer weiß. Vielleicht ist das im Englischen noch weiterhin drin und im Deutschen Übersetzung rausgenommen. Das kann natürlich auch sein. Was kann ich hier, der Ton eigentlich laut genug? Er kommt mir persönlich vom Pegel her etwas leise vor, aber das müsste dann vielleicht einfach mal kurz schreiben, ob das für euch passt von der Lautstärke her. Oder ob ihr sagt, nee, hätte gerne den Ton ein bisschen lauter. Das sind dann so Rückmeldungen. Auf die bin ich einfach angewiesen, wenn es euch zu leise ist. So, Chioma oder Chiome. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. So, ich habe die Opfergabe dargebracht. Inari ist zufrieden. Du hast deinen Segen erhalten. Es mag nur eine Kleinigkeit sein, nur ein gekochtes Ei. Doch du hast etwas getan, das die meisten hier vergessen haben. Es sind nicht nur sie, es ist ein Fremder, der von ihr gesegnet wurde, und ich halte mich an ihr Urteil. Es sind nicht sie, es ist ein Fremder, der von ihr gesegnet wurde, und ich halte mich an ihr Urteil. So, haben wir das auch erledigt. Müssen wir mit Matsumaru reden. Wo ist der denn? Da hinten. Der Unreine. Ist das der an der Hütte? Mit ihr kann ich ja nicht groß reden, ne? Hi Sayuri. Ich muss gehen, wir sprechen uns später. Ciao. So, der Regen ist hier von der Geräuschkulisse her, finde ich persönlich angenehmer als wie... in Medieval Dynasty. So, und was ich aber auch sehe, die Zeit ist um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.